So, ich sitze hier in meinem kleinen Flitzer T-71er mit zwei Gunmarks. Und warum ich zwei Gunmarks auf meinem T-71er habe, das seht ihr gleich. Denn das wird eine episch schnelle, geile, mega coole Runde. Und das ist ein 10er-Gefecht. Und ich finde das immer lustig, so, ne, weil ich bemängel ja, dass viele so dieser Möchtegern Unicorns irgendwie so Low-Tier-Stat-Pusher sind. Und die sagen dann, ja, aber du hast schon über 10.000 Gefechte auf deinem T-71er-Scout. Ja, Digga, das Ding hat 10er-Matchmaking. Und dein Cromwell und dein KV-85 und dein Hellcat und deine, keine Ahnung, was es da, KV-1S und was es da nicht alles gab und gibt. Die haben alle halt kein 10er Matchmaking, mein T-71er schon. Und ja, das ist zwar ein Low-Tier, aber der kommt in 10er Gefechte und ich mache in 10er Gefechten mehr Damage als die 10er selbst. So, und jetzt guck mal, rechts sind sehr viele Panzer, links sind sehr viele Panzer und der Akku denkt sich, jetzt oder nie, mein Freund. Denn wenn wir hier zu lange rumeiern, das gegnerische Team hat ein Noss-Platoon vom Clan Noss und diverse andere Mates und Scouts und das wird nicht gut enden. Dementsprechend muss ich gucken, dass ich so schnell wie möglich hier durchflitze und schon mal die Artis raussnacke. Da ist schon eine FV-Arti. Hat auch relativ gute Stats auf jeden Fall. So, hier ist die 9er OP-Arti der Amerikaner. Einmal. Zweimal. Dreimal. Schon hat der Gegner keine Artis mehr. Zwei Kills gehen schon mal auf mein Konto. So, ich werde von da oben beschossen. Bin auch schon relativ fix nachgeladen, denn da kommt ein M41-90GF. Einmal. Zweimal und er brennt. Dreimal und er brennt schon wieder. Und er brennt immer noch. Und er brennt komplett aus. Drei Kills hat der Akku schon. Und das Spiel ist gerade mal 2 Minuten alt. Ja, 3 Kills in 2 Minuten in einem 10er-Gefecht. Läuft bei mir. So. Aber der Gegner hat immer noch sehr viele Mates. Dementsprechend muss man hier... Blindshot. Einmal. Übrigens, dieser Zielkreis, der ist... Das ist ein Replay. Das ist kein Aim-Mod. Schon wieder, ich erklär's euch. Das ist ein Replay. In diesem Replay kann ich meinen Zielkreis... Guck, ich mach Kreiselbewegungen damit. Aber die Kanone ist da, wo ich in-game hingezielt habe. Das ist die freie... Kamera, deswegen kann ich damit rumkreiseln. Und das verwechseln sehr viele Kinder mit Aimbot. Die schreiben dann, ey, eindeutig, Aimbot, Aimbot. Ich hab gesehen, du hast ein Aimbot. Nee, das ist die freie Kamera. Ja, nochmal für die Tomaten-Noobs. Ich erkläre es jetzt in jedem Video, damit mir diese kleinen Kinder-Noobs nicht schon wieder irgendwie drunter schreiben. Du hast ein Aimbot, Aimbot, Aimbot. Guck, das ist, guck mal auf meine Kanone. Hier... zielt meine Kanone in-game. Aber ich kann die freie Kamera links und rechts und oben und unten bewegen. Das hat nichts mit Aimbot zu tun. Das ist ein Replay. Das ist ja nicht live aufgenommen. Versteht ihr das? Bitte sagt mir, dass ihr das versteht. Bitte. Ich zweifle schon an eurem IQ. So, jetzt zieht euch mal bitte die Stats rein. Die Badget von denen macht noch so einen Überschlag und macht Selbstmord und macht noch einen Überschlag. Wir sehen uns bei den Stats. Guckt euch mal an, was ich da so gerissen habe. So, hier sind wir bei den Stats. Wollen wir mal kurz gucken. 2900 Schaden, knapp. 8 Panzer gespottet. Platz 3 beim Schaden. Platz 1 bei der Erfahrung. Und was hatten wir so im Gegnerteam? Wollen wir doch mal gucken. Badget war von Noss.
8600er Wertung. 8200er Wertung der T62A. 8300er Wertung der hier nochmal. Oh, why not? Knapp 9500er WOT Wertung. Der E4 von denen. Oh ja. Oh, die hatten ziemlich viele gute Leute, hör mal. Hier die Arti, die ich rausgenommen habe. Was war mit dem? Ja, also das war eigentlich ein Unicom-Team, was die da drüben hatten. Die AT habe ich auch rausgenommen, 6300er WOT-Wertung. Den M41er hier habe ich rausgenommen, 7000er WOT-Wertung. Ja, war auf jeden Fall eine coole Truppe bei denen, ne? Und das haben wir sicher gewonnen. Und zwar sehr schnell auch. Ja, weil ich habe da in der Mitte diese Lücke gesehen, bin durchgeflitzt und dann habe ich dafür Chaos gesorgt. Ja, war auf jeden Fall eine lustige Runde. Gut, würde sagen, ihr abonniert hier meinen Kanal, abonniert auch meinen Kraftsportkanal und bewirbt euch für meinen Clan. Ein Tier 10 Panzer ist Voraussetzung oder ihr habt 2, 3 9er Panzer, das geht auch. Also, bewirbt euch, abonniert, wir sehen uns, bis dann, ciao.